Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Sie sehen das Lernvideo Nummer 3. Heute wird es hauptsächlich um Funktionenräume gehen. Wir haben in den letzten Lernvideos uns hauptsächlich mit dem endlich dimensionalen Vektorraum RD bzw. CD beschäftigt. In der Analysis spielen aber auch unendlich dimensionale Vektorräume eine wichtige Rolle. Ja, das wichtigste Beispiel für einen unendlich dimensionalen Vektorraum sind die Funktionenräume. Und die möchten wir hier in dieser Definition einführen. Zunächst einmal betrachten wir Funktionen, die auf einer beliebigen Menge d, die sollte nicht gerade leer sein, definiert sind und die Werte in einem Vektorraum, der hier y genannt wird, einnehmen. Das bedeutet, wenn wir zwei solche Funktionen nehmen und einen Punkt aus d, dann sind die Funktionswerte von f und g bei x ja Vektoren in dem Vektorraum y. Und das heißt, wir können diese Vektoren addieren und wir können die Vektoren auch mit einem Skalar lambda multiplizieren. Also dieses Plus hier ist die Vektorraumaddition in y und diese Multiplikation hier zwischen lambda und fx, das ist die Skalarmultiplikation aus dem Vektor. So, und das kann man für beliebige Funktionen fg machen und auch für beliebige Punkte x aus dem Definitionsbereich dieser Funktion. Und auf diese Art und Weise wird also dann eine neue Abbildung definiert, die einen Punkt x aus d eben auf diesen Vektor in y abbildet. Und das ist dann eine neue Funktion von d nach y. Und das ist auch alles, was hinter dieser Definition steckt. Wir machen das nochmal ein bisschen formaler. Also sei d eine nicht leere Menge, y ein k-Vektorraum und wir betrachten dann die Menge aller Abbildungen von d nach y. Und diese Menge können wir zu einem Vektorraum machen, indem wir die Vektoraddition auf diese Art und Weise definieren. Das ist so eine sogenannte punktweise Definition. Und die Skalarmultiplikation definieren wir auch punktweise. Und dann ist der Raum der Abbildung von d nach y ein k-Vektorraum. Falls dieser Vektorraum y der reelle Zahlenkörper ist, schreiben wir einfach nur Abbildung von d und lassen dann den Zielraum weg. Dann ist klar, dass damit r gemeint ist. Wir möchten ein paar Beispiele uns angucken, die eine wichtige Rolle spielen werden. Zum einen als einfachstes Beispiel den Raum der linearen Abbildung. Um über lineare Abbildung sprechen zu können, brauchen wir zwei Vektorräume, also sei x ein weiterer Vektorraum und y eben auch noch einer. Dann können wir lineare Abbildung von x nach y betrachten und wir bezeichnen den Raum aller linearen Abbildung mit diesem Symbol hier. Und das ist dann ein Unterraum, der Raum aller Abbildung von x nach y. Dass es eine Teilmenge ist, ist erstmal klar. Und um zu sehen, dass es ein Unterraum ist, muss man nur nachweisen, dass die linearen Abbildungen einen Vektorraum tatsächlich bilden. Ja, und dass dies der Fall ist, können Sie in der Übung in der nächsten Woche dann einfach mal nachprüfen. Ein weiteres wichtiges Beispiel auch für diese Vorlesung ist der Raum der beschränkten Funktion. Also wenn d eine Menge ist, nicht leer, dann bezeichnen wir mit BDK den Raum aller beschränkten Funktionen von d nach k. Das bedeutet, wenn f also so eine Funktion sein soll, dann ist diese wird beschränkt genannt, wenn das Supremum über alle x in d von Betrag f von x kleiner unendlich ist. Offensichtlich ist der Raum der beschränkten Funktion eine Teilmenge des Vektorraums aller Abbildung von d nach k. Und um festzustellen, dass diese Menge auch ein Untervektorraum ist, muss man sich nur klar machen, dass wenn wir zwei beschränkte Funktionen haben,
dann auch die Summe der Funktion wieder eine beschränkte Funktion ist. Und das sieht man am besten, indem man feststellt, dass fx plus gx und davon der Betrag genommen aufgrund der Dreiecksungleichung kleiner gleich ist als Betrag von fx plus Betrag von gx. Und da dies für alle x aus d gilt, gilt es auch für das Supremum. Und die rechte Seite hier ist, da f und g als beschränkt angenommen wurden, eben kleiner und endlich. Und damit ist auch die Funktion f plus g eine beschränkte Funktion. Ebenso ist es so, wenn wir einen beliebigen Skalar noch nehmen und dann den Betrag von Lambda mal fx. Aufgrund der Homogenität haben wir, dass dieser Betrag sogar eigentlich gleich ist, dem Betrag von Lambda mal dem Betrag von f von x. Und wenn wir dann wieder das Supremum nehmen, sehen wir, dass die rechte Seite klein und endlich ist, wenn f beschränkt ist. Und damit ist auch die Funktion Lambda mal f beschränkt. Und so haben wir gezeigt, dass Linearkombinationen beschränkter Funktionen wieder beschränkt sind. Ein weiteres wichtiges Beispiel sind der Raum der stetigen Funktion und der Raum der stetig differenzierbaren Funktion. Bei den stetigen Funktionen haben wir schon im letzten Semester diese Menge eingeführt. Diese Menge bezeichnet die Menge aller Abbildungen, die auf einem metrischen Raum M definiert sind und Werte im K, also in R oder C, annehmen. Offensichtlich ist diese Menge wieder eine Teilmenge des Vektorraums der Abbildung von M nach K. Und diese Menge ist auch wieder ein Vektorraum, denn wenn wir eine Linearkombination stetiger Funktionen nehmen, dann kommt da wieder eine stetige Funktion raus. Das haben wir bereits im letzten Semester festgestellt. Und genauso verhält sich das mit dem Raum der stetigen Funktion. Wenn also d eine offene Teilmenge ist, die nicht leer ist, dann hatten wir im letzten Semester diese Menge CK dr eingeführt. Das ist die Menge aller Funktionen, die k mal stetig differenzierbar sind in d. Und offensichtlich ist das wieder eine Teilmenge der Abbildung von d nach r. Hier sollte ein r stehen. Um zu sehen, dass dieses nicht nur eine Teilmenge ist, sondern auch ein Unterraum, muss man nur sich daran erinnern, dass Linearkombinationen differenzierbarer Funktionen wieder differenzierbar sind und damit auch Linearkombinationen k mal stetig differenzierbarer Funktionen wieder k mal stetig differenzierbar sind. Als nächstes betrachten wir den Raum aller Abbildungen von n nach r, also von den natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen. Dieser Raum ist nichts anderes als die Menge der Folgen, der reellwertigen Folgen. Ich darf noch mal daran erinnern, dass wir im letzten Semester zunächst mal die Folgen eingeführt haben, eben als Abbildung von n nach r. Und wir sind dann von der Funktionsschreibweise übergegangen zu dieser Schreibweise, die eben für Folgen üblicher ist, um das Ite-Folgenglied zu bezeichnen. Wir können uns dann in diesem Vektorraum Unterräume ansehen, beispielsweise den Raum aller konvergenter Folgen. Das ist in der Tat ein Unterraum hiervon, denn wenn man zwei Folgen, konvergente Folgen gliedweise addiert, dann kommt wieder eine konvergente Folge raus. Wenn man eine konvergente Folge mit einem Skalar multipliziert, kommt wieder eine konvergente Folge raus. Ebenso ist der Raum aller Nullfolgen auch ein Untervektorraum hiervon, denn wenn wir zwei Nullfolgen addieren, kommt wieder eine Nullfolge raus und wenn wir eine Nullfolge mit einem Skalar multiplizieren, dann kommt da auch wieder eine Nullfolge raus. Ja, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser dritten Vorlesung. Bis zum nächsten Mal.